Ja, letztes Spiel übrigens, weil wir danach 13 Uhr haben. Dann haben wir wieder 7 Folgen, dann haben wir wieder genug Material bis nächste Woche. Nee. Ah, scheiße. Komm, komm, komm. Ja, ja, ja. Mist. Bitte. Ja, schön. Geh ich doch mal hinterher. Meine Vorlage, ja. Na, hast gut gemacht. Du hast den auf die andere Seite am Pfosten. Nee, genau dieselbe Seite nochmal da. Bam. Bam. GG. Nimm deine mit. Markus, gehst du? Jetzt aber antippen. Du musst nur ein bisschen nach links. Jawohl. Sehr schön. Gut gespielt. Warum ich hier keine Vorlage bekomme, weiß ich nicht. Weil der Kerik den noch berührt hat, der vom gegnerischen Team. War gut. Ich hab den eigentlich ja nach vorne gebracht. Ich weggehauen worden. Aber der war jetzt auch weg. Okay. Ah, nein! Wenn der den nicht noch mitnehmen, kann ich ihn drüber lupfen. Vergiss es. Gut, Markus. Gut aufgepasst. Gut gemacht, Kev. Ah, ich hab nur gewartet, bis der kommt. Wie der kommt. Keiner will den Ball haben. Doch, ich nehme ihn mit dann. Scheiße, ich hab den. Ah, sorry. Verdammt. Oh, schade. Der war eigentlich gut frei, aber ich hab den falsch abbekommen. Mitgenommen. Oh, ey. Es nervt, echt. Ja, es ist. Sehr frustrierend. Oh, geh mal weg da mit deiner großen Mühle. Okay. Ich bringe ihn nochmal nach vorne. Markus, deiner? Ja, na! Schade. Ich wollte ihn rückwärts reinschieben, schade. Ja, hättest du mal vorwärts reingeschoben, wäre einfacher gewesen. Komm auf Postor. Ich bin weg, ich bin nach hinten. Schön aufgepasst. Ein bisschen. Scheiße. Ich erwischt. Jawohl, der ist vor Tor, komm. Geht rein. Jawohl, ja. 3-0. Schön gespielt, Leute. Aber hast du ihn gesehen? Der wollte drauf schießen, dabei habe ich ihn dann gestoppt. Und ich warte so schön da in der Mitte. Hast super gemacht, genau. Ja, das ist es halt. Man muss auch richtig stehen. Baby, so, komm zu mir, Ball. Komm zu mir. Ja, genau. Ja, der genau, da hin. Der war auch eine Vorlage vom Gegner. Den hat er genauso aber davor gespielt. Oh, oh. Hab ihn. Na, scheiße. Der eine bleibt mir hinterher. Der fällt rein. Das war wieder so einer, den kannst du so scheiße berechnen, wie der runterkommt, wo ja, du hinspringen musst. Der hat den gut gespielt. Also hat er über Kopf gespielt und dann fällt er hinten rein.
Oh, sorry, Kev. Nee, alles gut, nichts passiert. Ich habe den absolut falsch berechnet, den Ball. Ich habe gerechnet, dass der noch ein Tick weitergeht. Nee. Der geht in die Mitte, muss er nur noch machen. Ah, verdammt. Ach, Mann. Geht der rein? Nein. Aber der. Doch. Ich hätte gerne noch ein bisschen weiter, noch einen Tick länger gehabt. Das sagt sich jeder, Mann. Ich bin zufrieden. Das, daran soll sich scheitern. Ja, so 4-1 oder. Nein, das ist raus von denen schon. Komm, der hilft was vor. Du musst dann. Wenn einer kommt, ne? Ah, schade. Hab ihn. Ein bisschen Glück, aber hab ihn. Ach, geht da vorne. Zumindest ein bisschen. Oh, da werde ich schon wieder gerempelt. Ich bin hier vorne. Geht vor das Tor. Komm, einer muss. Ach, Mann! Eine perfekte Vorlage und keiner kriegt das Ding irgendwie ins Tor gedrückt. Ja, Baby hat ihn mir weggespielt. Ich wurde da reingekickt und die ist dann nochmal gegen den Ball, der ist rausgeflogen. Die war es rein, die Vorlage, die hätte nur verwertet werden müssen. Ja, ich hätte es auch gemacht, aber da kam Baby von rechts komplett durchs Bild geschossen. Na, ist gut, nichts passiert. Komm, letztes Spiel jetzt noch und dann sind wir durch heute. Okay, ein Spiel noch. Na, wir jetzt schon 5:03 haben, 5:01 haben wir nicht. 13 Uhr ist Start. Meinst du? Ja, 13:05 habe ich gesehen. Gerade ich habe eine Vorbereitung gesehen. Ja, wo auf welchem Kanal guckst denn du? Auf Sky. Ja, na, nicht, dass die noch Vorbericht 13 Uhr erst anfangen, weißt du? Nee, ich weiß es nicht, ob 13 Uhr oder 14 Uhr der Start ist. Ich meine, 13 Uhr wäre jetzt. Ich glaube da eher, dass die anfangen mit Sendung und dann noch Vorbericht machen. Da stand 13:05 Rennstart. Das ist Rennen. Nicht die Vorberichte, sondern das Rennen. Aber kann sein, dass die auch erst um 14:10 haben. Ich muss gleich nochmal nachgucken, nach dem Spiel, weil dann vielleicht haben sie 14 Uhr nochmal. Manche sind da auch so klein vor. Manche sind kleiner, manche, ja. Ist normal. Der ist eindeutig kleiner, wie man. Die sind nicht alle gleich groß. Nee. Weg damit, dann nach vorne. Hat der Glück gehabt, dass der Sack den noch bekommen hat. Nein, och. Ja, schade. Hat er gut nochmal durchgespielt. Wollte ich mich noch dazwischen stellen, das hat nicht geklappt. Pass auf, Kev! Hab ihn. Ja, schön, Baby! Der rollt eigentlich schön ins Tor. Jawohl, sehr, sehr gut, der hat ins Ding ran. Ne, 13 Uhr ist Start. Bei 15 Uhr haben wir schon die Nachberichte weitergehen. Also dann 13:10 wahrscheinlich der Start. Dann mal vorne. Ach verdammt. Geh weg. Ja, du Scheiße. Ich bin aber wenigstens nicht vorne.
Ah, scheiße, ich hab den nicht erwischt. Fehlt denn einer von euch da irgendwie? Nee. Oh, da war einer dazwischen. Ja, der gut gemacht. Hat den schön aus der Luft oben weggeflippt. So. Nee, nicht ganz. Schade. Vor das Tor. Hast du gesehen? Sehr gut. Schön gespielt. Die Ecken spielen ist eigentlich mal die beste Vorlage. Ja, natürlich, weil die dann. Weil du die dann schon rüber spielen kannst nochmal. Deswegen spiele ich die meistens in die Ecken oben. Ich versuche meistens über die Außenbahn zu gehen. Da. Hier so ein Gruppenkick. Ich kicke ja hinein. Ja, schön im Arsch habe ich die gemacht jetzt im Ball. Und der haut den dann rein. Ja, aber die haben sich den gegenseitig reingehauen, ja. Ja, ja. Ich hab Kev halt abhergenommen. Oh, jetzt drin. Und wieder Tor. Nee, nee. Nee, doch nicht. Der hat aufgepasst. Das ist halt, das ist so wichtig, da einfach am Start einfach einen Körper zu haben. Scheiße. Ah, Ding vorbei. Ah, vorbei. Den hätte ich mir nehmen müssen eigentlich. Ja, habe ich schon ausgespielt hier. Ich habe mich einfach voll verschätzt. Schön gemacht, Kev. Der musste auch, weil der genau sonst wieder runtergefallen wäre. Schön. Ah. Weg damit. Scheiße, zu schnell. Schöner Querpass. Hab damit nach vorne. Da ist einer, komm. Markus, deiner. Ach, Mann. Komm, Leute. Oh, oh. Bitte nicht, bitte nicht. Hab ihn. Dafür kriegst du mal eine Parade. Für das Ding noch. Ja, dafür, dass wir am Anfang so beschissen gespielt haben und am Ende so, Anfang so beschissene Dinger gekriegt haben. Haben wir es am Ende dann nochmal relativ. Vielleicht können wir es demnächst von vornherein so machen. Ja. Das liegt aber auch ein bisschen an den Gegnern. Aber. Wäre es nicht sinnvoll, von vornherein direkt so zu machen? Nächstes Mal. Dann. Machen wir mal. Na gut, dann machen wir hier mal Feierabend.